Im Laufe unseres Sammelns hat sich die Kindergartenleiterin gemeldet und hat mich gefragt: Frau Hug, wir basteln so gern. Können wir Ihnen was bringen? Gibt es dort Kinder? Habe ich gesagt, ja, dort gibt es sehr viele Kinder. Und da haben sie eben Sachen gebastelt und kleine Bäckchen gemacht. Und für Weihnachten haben sie uns das eben gebracht. Ja, oder für Ostern haben sie uns auch dann so Osternesterl. Und das haben wir dann in Schachteln ganz vorsichtig eingepackt, dass nichts kaputt wird. Und unten haben sie sich sehr gefreut und der Pfarrer hat es dann in der Kirche verteilt. Ja, das sind Dankbriefe der Kinder aus Ivankovo an die Kinder in Österreich. Und diese Dankbriefe habe ich ihm aufgeklebt und habe sie in den Kindergarten gebracht und die haben sie halt dann auch hängen gehabt und in einigen Kindergärten, die uns geholfen haben. Und dann habe ich sie in die Kirche gehängt. Und da hat uns die Kindergartenschwester, ihm erzählt, dass die sehr traumatisiert sind, die Kinder. Und einmal, das war auch ziemlich zu Beginn der Aktion, da hat der Pfarrer von Ivankovo gesagt: Es ist so kalt, die Leute haben keine Öfen und Holz täten schon irgendwie zusammenbringen und so klumpert zum Heizen, aber Öfen fehlen. Und dann habe ich beim Rundfunk angerufen und habe ihm gesagt, ob man da einen Aufruf machen könnte. Und hat sie gesagt, das können Sie selber machen, das machen wir nicht. Und mei, ich habe mich gefürchtet, wie tue ich da? Hat gesagt, nein, ich rufe Sie in einer Stunde wieder an und dann sagen Sie wieder das Gleiche, was Sie mir gesagt haben. Dann habe ich es halt gemacht und habe halt, ja, die frieren da unten und die bräuchten ganz dringend Heizöfen und habe halt das formuliert und vorgebracht. Und meine Telefonnummer und durchgeben und Kontonummer, falls jemand Geld spenden möchte. Geld ist zwar nicht gespendet worden, aber Öfen haben wir sehr viele bekommen. Die Leute haben selber gebracht, von weit her. Ich glaube sogar vom Attersee ist wer gekommen. Die haben angerufen, ja, wir hätten zwei Ölfallen, ja, bitte, gerne. Und da haben wir die Garage voll gekriegt mit Ölfallen. Das war so, also das war wirklich schön. Da hat man sagen können, wir haben wieder Wärme hinuntergeschickt. Jedenfalls habe ich da Namen von Bauern gehabt und habe gefragt, ob wir was kriegen könnten. Ja, um einen Schilling. Ein Kilo Erdäpfel und Kraut und da haben sie dann noch Zwiebeln dazugegeben und die haben uns eh so viel geschenkt. Und dann habe ich eine Sammlung gemacht, so und so viel passen auf den Laster und dann sind eh zwei gekommen. Und das war so toll, da haben die Leute dann, bin ich mit dem Körbchen gestanden und der Sepp, der hat dann gesagt, so, da hast du einen Sack Erdapfeln oder mal ins Kerwal rein. Und das war eben das Schöne, die Leute haben gewusst, für was. Und da haben sie es auch gern gegeben. Dann haben wir eine Aktion gemacht, Weihnachtskekse für Ivankovo. Dann haben wir immer Anfang Advent ist der Laster runtergegangen, so, oder Mitte Dezember. Und eine Woche vorher haben wir einen Aufruf gemacht. Die Leute sollen uns Keksal bringen. Und da haben sie schachtelweise Keksal gebracht. Und die haben wir dann vor Weihnachten runtergeschickt. Das war natürlich auch schön. Und einmal hat die Frau Gölles, die Religionslehrerin, den Zeitpunkt versäumt und hat uns, wie der Laster schon weg war, Kekse gebracht. Und wir haben es natürlich nicht abgelehnt, haben sie auch nicht selber gegessen. Die haben wir aufgehoben. Und beim nächsten Laster im Jänner haben wir es dann nach Bosnien gezahlt, weil da hat der Pfarrer Frock gesagt: Mei, der ist nur viel ärmer, wir sollen es dem schicken. Und dann haben wir dem einen Laster geschickt und einen großen Karton mit Keksen, selbstgebackenen.
Und dann habe ich ihm angerufen, ob eh alles gut angekommen ist. Ja, danke, danke. Das ganze Haus duftet nach Weihnachtskeksen. Er hat sich so gefreut. Ja, es hat sich irgendwie auch herumgesprochen, dass also die Pfarre gebrauchte Möbel, die nicht mehr benötigt werden, holt oder dass die gebraucht werden können. Ja, und wir haben einige Leute gefunden in der Pfarre, die dann wirklich mit sehr großem Einsatz das gemacht haben. Das ist oft eine sehr mühsame Arbeit. Und wenn das Lager wieder voll war, dann haben wir also mit der Frau Hock Kontakt aufgenommen und die hat dann geschaut, dass wieder ein Transport organisiert wird. Und so hat sich das also über die Jahre entwickelt und mir scheint das also einfach auch die ideelle Seite dieser ganzen Aktion ganz wertvoll, nämlich dass wir auch zum Ausdruck bringen, für Sachen, die noch brauchbar sind, das wir wirklich schauen, dass man es noch verwendet und nicht einfach da nicht haben in unserer wirklich krankhaften Wohlstandsgesellschaft, ja, wo wir nicht mehr wissen, wo wir mit unseren Müll und Opfer hin sollen. Und das sind wirklich oft Sachen dabei, Möbel, Güter, ja, die noch einfach nur sehr, sehr gut und intakt sind und einfach nur benutzbar sind. Und damit kann sehr viel Sinnvolles und Gutes geschehen. Es muss nicht wer da sein, der das Ganze in die Hand nimmt, koordiniert und dem soll auch nichts Blödes, dass er die Arbeit macht. Und da ist ja ein Blog dabei und das ist ja oft auch schon dabei gewesen. Ich frage oft, wenn wer kommt, sind Sie aus Traun? Dann sagen sie, nein, von Enns oder von was weiß ich, wo überall herkommen sie. Und weil es mich eben interessiert. Und die haben Verwandte und die Verwandten sagen es weiter. Und da war eine Frau aus Asten und die hat Zetteln geschrieben und dann bei ihren Nachbarn überall an die Tür gehängt. Und die haben ja dann so viele schöne Sachen gebracht und die hat es dann uns gebracht. Also das war so schön, das hat mich so gefreut. So Eigeninitiativen. Ja, von der Gemeinde schicken sie uns bedürftige Leute, die kommen Montag um 9 oder ein bisschen später und wir lassen sie dann aussuchen, was wir haben. Wir haben auch nicht immer gerade das, was die brauchen. Ja, die Falesch hat jedes Jahr für uns Socken gestrickt, für nach Kroatien zum Schicken. Und so haben sie eben ausgeschaut. Es hat halt vernarrt gern erst. So, ja. Das sind noch nicht Vorhin habe ich ganz so wieder fertig noch. zusammengehängt mit einem Bandel, mit einem Faden, weil da haben sie mir einmal Genau. geholfen, meine Kinder, die Großen halt nicht. Damit sie nicht untereinander kommen. Ja, da haben sie mir geholfen und der Walter hat gesagt, so ein Blödsinn muss da überall durchstecken, hat Gummiringe genommen und hat es zusammengehängt. Genau. Habe ich nichts gesagt drauf. Nächsten Tag habe ich schon die Gummiringe wieder runter. Dann denke ich mir, wenn da wer schauen will, wie groß es sind, nicht? Ja. Dann sind sie lose. Und so habe ich es dann da zusammengehängt mit dem Genau, mit das den hört Faden man's. und zusammenbunden, nicht? Dann Ja. war es beisammen. Und da habe ich mir gedacht, da kommt ja alles durcheinander, das, Genau, wenn da wer genau. sucht Eben, oder sie wie. haben ja öfter ein paar verschiedene, die gleiche Farbe ein paar gemacht, nicht Ja, nur. ja. Nicht Ja, nur das ein ist paar. doch, da hat man immer die Wolle mitgebracht von Wien. Sagt sie, das zahlt sie, die Wolle. Ma, ma. Bei der haben wir uns noch gar nicht bedankt, das habe ich gar nicht Na, gewusst. das macht ja nichts. Das Wow. macht ja Also, nichts. es zieht weite Kreise. Ja, ja. In Wien, überall helfen sie uns. Wir haben einmal was geschickt, was sie eigentlich unten nicht brauchen haben können. Ich habe geglaubt, es ist wunder was Kostbares. Und ja, und dann war es aber eigentlich ein Sondermüll. Und ich hab gelernt, eben viel kritischer zu sein. Einmal haben wir von einem Pfarrer Kirchenbänke gekriegt. Und die waren im Keller gelagert und der Pfarrer fragt, hat sie gut brauchen können. Und während dem Rauftragen haben wir bemerkt, die haben sehr gelitten und die im Kellerquartier, die waren schon ziemlich morsch und halt. Und der Pfarrer hat sie auch ein bisschen geniert, dass er sowas herschenkt. Der hat uns dann
ich weiß nicht mehr wie viel, aber sehr viel Geld gegeben für Transportkosten und für den Pfarrer, für seine Caritas. Das war dann der Ausgleich. Da sieht man eben den Unterschied. Der Pfarrer, dem war es peinlich, der hat das wieder gut machen wollen. Und andere, die bringen ihr Zeug, nur um es loszuwerden. Ja, da haben sie, auf der Gemeinde ist ein Feuerwehrauto, halt bei unserer Feuerwehr ist ein Feuerwehrauto ausrangiert worden und haben sie ihm gefragt, von wo können sie sowas brauchen. Ich habe natürlich gleich unten angerufen und er fragt, er braucht wirklich alles. Der hat gleich gesagt, ja, natürlich brauchen wir sowas. Und ja, dann, bis die dann das Neue gekriegt haben, haben sie das Alte übergeben, das war ganz feierlich, sind die Neuen eingeweiht worden, da waren Politiker da und Pfarrer alle und so weiter. Und der Frock und zwei Feuerwehrmänner sind ihm raufgekommen, haben dieses Auto übernommen. Mitten in der Nacht sind wir im Dorf angekommen, er mit den Tüter da, sind wir durchs Dorf gefahren, habe ich gesagt, der weckt alle Leute auf, wenn der Pfarrer heimkommt, da können sie die ruhig wissen. Und die haben uns dann schon erwartet und nein, es war so schön. Ein Fest haben sie gemacht, Folklore, Tänze und richtig. Man sieht also, es ist nur eine Ausrede zu sagen, dass man selber machtlos ist. Weil die Frage, was kann ich als kleines Rädchen tun im rostigen Getriebe der Welt, die lässt sich leicht beantworten. Einfach einmal anfangen. Aber der Film will ja nichts beschönigen. Es hat immer auch mit sehr viel Arbeit zu tun, was bewegen zu wollen. Und wir wollen auch nicht in den esoterischen Chor einstimmen, dass alles möglich ist, wenn man nur stark genug dran glaubt. Nein, ganz sicher nicht. Das wäre ein infantil magisches Denken. Aber wir haben auch gesehen, dass man mit den Aufgaben wachsen kann. Also am Anfang ist es eben nach Ivankovo gekommen, wo eben die vielen Flüchtlinge waren. In dieser Wohnung haben zwei Mütter, zwei Schwestern mit ihren beiden Babys gewohnt. Und das war so wie ein Schuppen, so klein und mit Erdboden, da war nicht einmal ein Fußboden drinnen. So neu beieinander haben die gehaust. Da sieht man diese Enge und da spielen Kinder und rennen herum. Und da sind wir dann in ein so eingeladen gewesen, sind wir reingegangen und sofort wird der Kaffee gekocht und aus Plastikbechern, so Rahmbechern und so kriegst du dann Kaffee. Aber sie bewirten dich. Das Lager hat so ähnlich ausgeschaut wie das Lager, wo ich als Kind war. Da waren in Ivankovo Bosnienflüchtlinge und die haben in Eisenbahnwaggons gelebt. Und die Familie mit ihren Kindern, die haben, ich weiß gar nicht mehr, war das ein ganzes Abteil oder ein halbes Waggonabteil. Da waren Stockbetten und da hat man gar nicht eigentlich nur sitzen und schlafen können, sonst gar nichts. Wenn schlecht Wetter war, haben die Kinder schön brav sein müssen. Sonst haben sie draußen herumlaufen können. Zwei Schwestern waren das und die haben gesagt, wir haben aus unserer Heimat ein bisschen Erde mitgenommen, ein Gebetbuch und ein Rosenkranz. Das war ihre Heimat. Und sie glauben halt nicht, dass sie ihre Heimat wieder sehen werden. Ist auch eine deutsche Gruppe dort gewesen mit einem Auto
Und die haben Sachen gebracht und gleich selber verteilt. Und da habe ich eben gesehen, dass das nicht so richtig ist. Weil die Leute haben direkt gestritten. Und da sieht man, wie die Leute mit einem Ausweis ins Hinkommen. Haben mir einen Flüchtlingsausweis oder dass sie eben bedürftig sind, hergezeigt. Und der hat alles aufgeschrieben. Der Miki, der Caritas-Chef, der ist jetzt noch immer bei der Pfarrcaritas, kümmert sich noch immer um die Armen und hat uns jetzt gebeten, wir sollen ihnen wieder was schicken. Und dann ist es dorthin gekommen, wo alles zerstört ist. Und dann ist Narosjek, dort ist auch alles zerstört gewesen. In diesen Häusern haben Leute gelebt, die auf einer Seite haben sie raus dürfen und auf der anderen ist geschossen worden. Da haben die Kinder nur hinten im Hof spielen dürfen und gar nicht rausgehen. Das war mal so ein schönes, großes Krankenhaus und es war schon ziemlich modern. Und da sieht man eben alle Fenster zerschossen, kein Dach oben, wie ein Vogelhaus. Im Keller haben sie weitergearbeitet, weil sie haben ihre Kranken versorgen müssen. Und haben dann auch wieder kleinweiß renoviert und da haben wir dann Glas geschickt und für Fenster. Und dann ist eben der Herr Pfarrer Frock, der war zuerst Kaplan in Ivankovo, durch den ist das eben entstanden, das Ganze. Der ist dann nach Ossi gekommen, hat dort Kirche gebaut, hat ganz nahe an der Front eben gelebt und da waren, bei denen war alles zerstört und die Leute waren froh, wenn sie die Möbel gekriegt haben, die wir geschickt haben. Und damals haben wir so viele Möbel vom IKEA gekriegt. Und in der Kirche war dann so ein kleines Kasterl als wie sagt man denn, wo das Allerheiligste drin ist. Jetzt kann ich es nicht sagen, wo die Monstranz drin ist. Und dann ist er eben nach Podravski Podgajci gekommen, das unser Pfarrer nicht aussprechen hat können, wenn wir einen Aufruf oder einen Danke gesagt haben. Und dann hat er dort wieder Kirche bauen begonnen. Da hat er dann 4 Pfarren gehabt. Und dann ist er von dort wieder versetzt worden, nach wo er jetzt eben ist, in Vuka, da baut er wieder umeinander. Und überall wird wunderschön eingerichtet mit unseren Möbeln. Ja, und in Podravski, in der Stadt daneben, hat er ein Haus geschenkt gekriegt und da hat er ein Altersheim eingerichtet. Und da haben wir von allen Altersheimen in unserer Umgebung, Leonding, Traun, Heid, haben wir Möbeln bekommen und die haben wir geschickt und ja, wir haben uns das Altersheim angeschaut. Vukova zum Pater Ante. Sie sagen dann, nein, der ist noch ärmer. Und Bosnien einen und sonst in Nordkroatien und Ost-Vukovar und Nuštar und diese Orte, die völlig zerstört worden sind. Kosovo haben wir 6 Laster hingeschickt und da haben wir Decken und so schöne Sachen von Türken gekriegt. Und die haben uns geholfen, die haben es aufgeladen und na, das war so lieb. Und da haben wir auch zum Frocklaster geschickt für Kosovo Flüchtlinge, die in jetzt weiß ich nicht, wie es heißt, Bejakovo waren. Da war so ein Lager, ganz ärmlich. Wie jetzt eben die Überschwemmung in Rumänien war, da habe ich sofort bei der Caritas selber angerufen und habe gesagt, sollten wir das nicht euch bringen oder nach Rumänien schicken. Dann hat der in der Caritas gesagt, unser Lager ist voll in Linz, wir können nichts annehmen und in Rumänien ist auch das Caritas-Lager voll, sie kommen nicht an die Leute heran, weil die Straßen und alles überschwemmt ist. Da müsste die Regierung erst einmal schauen, dass wir dorthin können. Und das habe ich dann den Leuten weitergesagt, weil es
dann gleich begonnen haben, wieso nicht dorthin. Ich habe gesagt, weil dort können wir es nicht hinschicken. Sie können es ja selber. Wir begleiten gerade einen LKW in ein Gebiet, das gekennzeichnet ist durch einen grausamen Bürgerkrieg. Nachbarn haben gegeneinander gekämpft und sie gegenseitig abgeschlachtet. In Vukovar zum Beispiel, einer Stadt mit 30.000 Einwohnern, sind ungefähr 15.000 Menschen gestorben. Vukovar war eine blühende Industrie- und Handelsstadt. Eine Stadt in der Mitte, in einem von den landwirtschaftlich fruchtbarsten Gebiete von Mitteleuropa. Vukovar war ein Angelpunkt zwischen Zagreb und Beograd. Jetzt ist es ein trauriger Randbezirk, in einer unproduktiven Wildnis. Die Felder sind noch immer vermint. Und die zerstörten Brücken über die Donau sind nie wieder aufgebaut worden. Die Bewohner sind verbittert, arbeitslos und depressiv. Ja, meine Eltern, mein Vater war Donauschwabe und meine Mutter Kroatin. Ja, und später eben, weil mein Vater Schwab war, haben wir flüchten müssen.
Wenn auch eine Krate gewesen wäre, wäre das was anderes. Da hätten wir daheim bleiben können. Meine Mutter ist mit 3 Kindern geflüchtet und mit der Oma. Der Vater war im Krieg. Und die 2 Geschwister, wir sind dann alle sehr krank geworden, bis wir nach Österreich gekommen sind. Haben alle Typhus gehabt, meine Geschwister sind gestorben. Und nachher habe ich noch 2 Geschwister bekommen. Warte mal, 3. 2 sind als Babys gestorben. Mhm. Nein, 3 als Babys, 2 in Österreich. Mhm. Sind 5 und 3, ja. 8 wären wir insgesamt. Wir waren ja zuerst nicht sehr willkommen und geliebt, die Lagerkinder. Und der Pater Fuchs, das war Don Bosco Pater, der hat sich um uns Lagerkinder eben gekümmert. Der ist ins Lager gekommen, hat uns in die Kirche eingeladen, hat uns auf die Erstkommunion vorbereitet und gespielt mit uns und getobt und geschrien. Und es war einfach schön, dass wir unseren tristen Alltag beiseite schieben haben können. Und ja, und die Don Bosco-Schwestern, die waren auch so lieb, sind wir nach der Schule immer hingegangen und haben dort gespielt, haben oft aufs Heimgehen vergessen und haben dort Freunde gehabt. Und ja, ich mir einfach, das wollte ich auch noch sagen, ich habe mich seitdem in meinem Leben in der Kirche wohlgefühlt und beheimatet gefühlt. Und das führe ich auf das zurück, eben auf diese Lagerzeit, weil daheim sind wir eh nicht in die Kirche gegangen. Da war das ziemlich verboten. Ich bin dort zur Erstkommunion gegangen, habe nicht einmal ein weißes Kleiderl. Ich habe mich schon ein bisschen leid gesehen, ja. Und das Helfen habe ich eigentlich schon auch dadurch gelernt, dass ich weiß, was es heißt, am Rande der Gesellschaft zu sein. Andere haben das und das und das und ich habe das nicht. Und da habe ich schon sehr oft leid gesehen und habe auch habe mich sehr gefreut, wenn wer geholfen hat. So wie Müllviertel, wie wir da angekommen sind, haben wir Teller und Geschirr gekriegt. Und das, ja, und ein Mantel hat mir eine genäht aus einer Decke. Und das war einfach, ich war noch klein, aber das habe ich mir gemerkt. Das war einfach schön. Das wollte ich eigentlich weitergeben. Helfen und spüren, dass jemand was braucht. Das habe ich da gelernt. Und die Schwester Rosa hat einmal so was Schönes gesagt, das hat mich so gefreut, am Telefon. Dann habe ich einmal so Putzwolle, so Stahlwolle runtergeschickt zum Geschirr abwaschen. Das war irgendwo so billig und ich habe es gekauft und geschickt und hat gesagt, mein Gott, ich denke halt so mit und man spürt es, dass ich an sie denke. Und dann hat sie gesagt, wie gern muss der liebe Gott sie haben, dass sie so viel Liebe hergeben können. Das war so, ja, ich war im Himmel, wie ich das gehört habe. Das war so schön. Das hat mich irgendwie so, ja, froh gemacht. Thank you.
Das Papst Johannes, das 23. hat gesagt, ich tue, was ich kann, das andere macht des Lebens Gott. 156 LKW. Das ist eine lange Straße mit LKW. Und das so arbeiten, Packung und bezahlen und fahren und ja, zu viel. Selbst Caritas in Stadt wird auch genossen, wer hat genommen, er bringt in Caritas. Für die armen Leute, wer braucht etwas, ist auch gut. Man lernen, dass wir kann, jemand auch zu helfen. Nur Hilfe zu bekommen, Hilfe auch zu geben. Uns hat etwas geholfen. War gut. Das jetzt können wir Ihnen helfen. Das ist unsere Sache, das zu lernen. Ich mag gar keine Zeitungsberichte mehr, weil Geld kommt dann sowieso keins. Wenn ein Bericht in der Zeitung war, ist noch nie, da habe ich immer die Kontonummer, ist noch nie ein Groschen reinkommen von dem. Ich kriege das Geld nur von, wenn ich in der Kirche sammle, Opferstock oder eben persönliche Anrufe und Bittschreiben, aber von der Zeitung nicht. Da werden wir nur überhäuft mit Bekleidung, die Leute loswerden wollen. Und die stellen sie uns dann vor die Tür und andere räumen es dann aus und dann schaut es aus. Und ja, das bringt einfach nichts. Und diesen Bericht möchte ich auch nur als Anleitung. Und Sie können mich ruhig anrufen, wie man das macht, wenn Sie es da nicht ausführlich genug gehört haben. Ja, es ist, ich kann mich an kein Erlebnis erinnern, das mich so beeindruckt hat wie das. Ne? Man erlebt ja, wenn man so bald 90 ist, erlebt man ja einiges. Ne? Aber wirklich ist das... Also immer noch so die Freude, dass ich da mitgetan habe. Ne? Ich hätte ja keine Lust haben können. Ne? Genau. Irgendwo Karten spielen.
Bitte? Kartenspielen hättest du ja irgendwo können. Den Pensionisten. Schnapsen. Und verlieren. Und da warst du immer bei den Gewinnern. Ja. Ja, ich bin heute noch sehr dankbar.